Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum ersten Video zu Marius & Rabbids Sparks of Hope. Ein Spiel, auf das ich mich das ganze Jahr gefreut habe. Ich habe den ersten Teil zu diesem Spiel einfach durchgesuchtet. Ich fand das erste schon gut und ich weiß, dass das zweite hoffentlich genauso gut sein wird. Zuallererst zwei Sachen. Erstens, diese Woche wird nur Mario und Rabbids kommen. Auch am Wochenende. Also ihr kriegt jetzt 7 Tage am Stück Mario und Rabbids. Zweite Sache. Ich konnte mir dieses Spiel momentan finanziell eigentlich nicht leisten, aber ein Shoutout an Sunny. Er war so freundlich, er hat sich das Spiel nämlich gegönnt, dass er mir das über seinen Account shared, dass ich es aufnehmen kann. Also hier einfach mal an der Stelle an Sunny, falls du das hörst. Vielen Dank. Nur dank dir kann dieses Projekt stattfinden. Ja. Mario & Rabbids. Das kann nur bekloppt werden. Und lustig. Ich freue mich wie ein Ast. So. Dann let's go. Und ja, Leute, ich und Sunny vertrauen uns wirklich so sehr, dass wir unser gegeneinander unsere Accounts kennen. Plus Passwort. So sehr vertrauen ich und Sunny uns. Für die, die ja mal hinterfragen wollen. Weil nur so konnte er es mir scheren. Ich versuche bei Filmsequenzen den Avatar wegzulassen. Ich weiß nicht, wie lang die Parts bei dem Spiel werden. Ach, ich mag die Rabbids. Die bringen mich immer zum Lachen. Mario, Rabbit Peach, Bibo, ich bin so froh, euch zu sehen. Ich werde hier auch vorlesen, was die sagen. Die Rabbits sind heute ziemlich aufgekratzt. Irgendwie hat Rabbit Marios Latzhose verlegt. Er schämt sich. Sie ist weg und jetzt traut er sich nicht, hinter dem Busch hervorzukommen. Ihr dürft mir natürlich in die Kommentare schreiben, ob ich das mit dem Vorlesen lassen soll. Aber ich bin dafür. Oh, wenn ich den Dieb erwische, der mir meine Latzhose geklaut hat, wo ist sie? Könntet ihr bitte Rabbit Marios Latzhose suchen? Sieht hinter den Bäumen und Büschen nach. Ist so gut wie erledigt, verehrte Prinzessin. Stets zu Diensten. Okay, Bibo lese ich nicht vor, der macht das selber. Okay, bewegen ist so. Sprungtaste gibt's nicht wie beim ersten. Wo hast du denn deine Hose verloren? Hinter Bäumen und Büschen. Da ist auf jeden Fall schon mal Geld. Geld ist wichtig. Wo haben wir denn die Münze? Habt ihr die die Münze, die Hose? Können jetzt alle Rabbits reden? Nee, nicht so wirklich. Da ist nicht. Okay, so sprintig. Danke. Geld! Oh, aua. Wieso schämt sich Rabbit Mario eigentlich, wenn er seine Hose verliert, wenn Rabbit Peach die ganze Zeit ohne rumläuft? Die Logik dahinter. Wo könnte die Latzhose sein? Sie sind auf jeden Fall sehr schöne Skulpturen hier. Die habt ihr schön geschnitten. Aua. Ja, wie im vorherigen Spiel. Man kann nirgendwo aus Versehen runterrennen. Ich will übrigens kurz was gucken.
So, ich habe eben kurz was in den Audioeinstellungen umgestellt, weil das Spiel mir gerade eben ein bisschen laut vorkam. Ich wollte das Spiel schon vor der Aufnahme ein bisschen leiser schalten, aber konnte ich nicht. Lieber Toad, hast du eine Hose? Sie sind noch rabbitiger als sonst. Da ist auch keine Hose. Wer hat meine Hose? Wo ist die Hose? Wahrscheinlich ganz da hinten. Aber ich schüttel trotzdem mal jeden Baum. Oh, der da leuchtet schon so, der Busch. Nach dem Motto, da ist wahrscheinlich die Hose. Aber wir könnten das Geld ja nicht zurücklassen. Hose! Ich hab sein Haus. Hier liegt auch sehr viel Zeug rum. So, Rabbit Mario, ich hab deine Hose. Ach, man kann doch irgendwo runterfallen. Hier ist dein Haus. Bin wieder da. Tada, wieder im Einsatz. Oh, du hast eine Latzhose gefunden, Rabbit Mario. Ich wusste, dass das kein gutes Versteck ist. Verstehe, du wolltest genauso cool sein wie Rabbit Mario, aber es gibt nur einen, der in diesen lässigen Beinkleidern so gut aussieht. Ende gut, alles gut. Jetzt können wir diesen herrlichen Tag endlich in Eintracht und Frieden genießen. Jetzt, da wir unser jüngstes Abenteuer bestanden haben, können wir uns zurücklehnen und entspannen. Mit dem sicheren Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Hier sind Dutzende Rabbits, das glaubst du doch nicht wirklich. Geilo. Frieden und Eintracht. Und tschüss, Rabbit Peach. Wir sind im ersten Battle angekommen. Keine Sorge, Rabbit Peach. Wir schlendern ganz entspannt über den Rücken dieses Flugwesens und sind ruckzuck am Ziel angekommen. Oh, oh, streiche die Wörter entspannt, schlendern und keine Sorge. Gegner im Anmarsch. Bin auf dem Weg. Mario, geh in Deckung und lass dich nicht ungeschützt erwischen. Bewege dich von Deckung zu Deckung und vergiss das Angreifen nicht. Wo habe ich denn Waffe? Ja, das kenne ich noch aus dem alten Spiel. Deckung gehen ist sehr wichtig. Oh yeah. Okay, das Spielprinzip ist nur ein bisschen anders als früher, weil früher hat man bestimmte Felder ausgesucht. Ha, bin geschützt. Nein, mein Schutz geht zur Neige. Weißt du, was ich mache? Zack. Oh,
mach einfach seinen Schutz kaputt. Ah. Rabbit Peach ist in Reichweite. Versucht nun, sie zu erreichen, indem ihr euch zerschlagen. Einen Moment. Das hat Vorrang. Rabbit Peach, ich komme. Nee, die wollen nicht. Zerstöre die Schwachpunkte. Auch den Manta. Rabbit Peach, du bist in Sicherheit, trotz dieser mysteriösen bösen Energie, die unsere Waffen außer Gefecht setzt. Ja, das ist doof. Nicht? Ha, dann starten wir doch einfach unseren mächtigen Raserei-Angriff. Der hat uns schon in so mancher Schlacht aus der Patsche geholfen. Jo. Mit der Raserei können wir diese eiförmigen Dinge ablösen. Und sobald wir sie haben, können wir die werfen, eventuell? Können sie auf die kugelförmigen Augapfelausstülpungen der Kreatur werfen, ihre Schwachstellen. Ich hab nur geraten. Livestream! Ich schaff das. Und Rabbit Peach kann ja reden. So wechsle ich. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es ein weiblicher Hase ist, aber es ist einer. Der letzte Schwachpunkt befindet sich hinter diesem Spalt. Wir müssen einen Weg finden, rüberzukommen. Zeit für einen Teamsprung. So, der eine rennt voraus, der andere hüpft. Jo. Okay. Also es ist viel freier als das vorherige Rabbit. Okay. Ich lass mal Mario rüberhüpfen. Jetzt mach doch. Hey's. Dem Mann, da geht's nicht gut. Elegant! Nicht so elegant! Cooler Hase. Ich besiege alle Hasen. Das wird ein Kinderspiel. Unsere Waffen sind wieder einsatzbereit. Das heißt, in Deckung gehen, Ziel anvisieren und feuerfrei auf diese Strolche. Okay. Passt aber auf, denn diese Dimension ist anders als unsere. Nach einem Schuss könnt ihr euch nicht mehr bewegen. Okay. Ja, wenn die hinter den Teilnehmern sind, haben die eine 50-50 Chance, nicht getroffen zu werden. Der geht natürlich umgekehrt. Okay, Rabbit Peach kann offenbar Hindernisse umgehen. Let's go! Ja,
Schieß mal auf beide. So, und bei ihr haben wir ja jetzt schon gesehen. Die kann das umgehen. Weil die mit Raketen schießt, offenbar. Mein Schutz, er geht flöten. So, der wäre auch futsch. Find's interessant, dass Rabbit Peach Deutsch spricht und Mario Englisch. Na gut, anders ist man es auch von Mario nicht gewohnt. Böse. Der Angriff der Goombas. Ja, cool, hier gibt es nicht nur Rabbits als Gegner wie im vorherigen Spiel. Dieses bildartige, feuchtartige Monster ist Misera. Wir sind ihr mit Mühe entkommen, aber sie wird nicht aufhören, uns zu jagen. Diese Misera ist außerhalb unserer Reichweite. Trotzdem gehen ihre Energiewerte weit über das hinaus, was ich erfassen kann. Ich kann euch helfen. Ich kann Mario, die Kraft verlängern, den Angriff zu stärken. Sie wirkt sich sogar auf seine Freunde aus. Jede Hilfe ist uns willkommen. Mario, zeig mal, was deine neue Fähigkeit vermag. Apropos Fähigkeiten. Die beide über individuelle Techniken verfügt. Ich habe das Gefühl, dass ihr sie brauchen werdet. Jo. Okay, mit ZL und ZR kann ich zwischen den Techniken wechseln. Und mit L kann ich Sparks wählen. Ja, Raserei sollte man sowieso immer mitnehmen. Let's go! Oh yeah! Okidoki. Ja? Geilo? Aber Rabbit Peach zuerst. Rabbit Peach hat natürlich Heilung. Ich mach mal den da ganz hinten fertig. Gute Nacht. Okay. So, kann ich auch jemanden genau drauf fallen? Oh, ich habe keine Aktionspunkte mehr. Upsen. Goomba Army kommt. Hey, ich kann dich nur von früher, dann schießt Mario, wenn die sich bewegen. Warum hat er sich nicht links hingestellt? Der hätte mich doch 100% getroffen. So, erstmal Rabbit Peach.
Raserei habe ich verkackt. Perfekt. So, den mache ich fertig. So geht das. Ja, genau. Okidoki. Schön, dass ich nur eine Raserei habe. Ach, dann mach ich die Kumbas fertig. Dann schieben wir durch. Da war eine Wand in deiner Knarre. Aber wenn die hintereinander stehen, dann kann man beide treffen. Wie bei den Goombas. Man muss auf die Richtung achten. Ja. XP, Münzen, Sternteile. Misera ist nicht glücklich. Weg hier! Herzlich willkommen, Mario und Rabbit Peach. Schön, oh, noch ein KI, die redet. Sicherheit ist für unsere Mission von entscheidender Bedeutung. Hey, hallo. Erinnerst du dich? Das Wesen, das dich erschaffen hat. Auch ich lebe noch. Ebenfalls erfreulich, aber in deinem Fall ist der kritische Erfolgsfaktor um 31,732193% gering. Nimm Genie ihre Arroganz nicht übel. Als neue künstliche Intelligenz des Schiffes hat sie erst gestern ein Ich-Bewusstsein erhalten. Offensichtlich ist da noch ein wenig Qualitätskontrolle erforderlich, aber da wir uns gerade in einer Notsituation befinden, wollte ich... Hallo, mein Kleiner. Ah, okay, weil Luigi redet auch teils. Hallo, mein Kleiner. Wie findest du, wie schön du funkelst, bist du mit Mario an Bord gekommen? Interessant. Dem Anschein nach besteht diese Kreatur zu gleichen Teilen aus Rabbit und Luma. Folglich steckt eine große Menge Energie in ihr. Okay. Ich vermute, dass noch mehr davon über die Galaxie verteilt sind, aber mir fehlen die Daten, um eine genaue Zahlenangabe machen zu können. Wie konnte das passieren? Rosalina hätte das niemals zugelassen. Mama, sie ist in Gefahr wegen Misera. Bitte helft ihr, bitte! Oh nein, Rosalina, es muss etwas Schreckliches passiert sein. Misera nimmt die Galaxie ein, mit Hilfe einer zerstörerischen Energie namens Finsterzeit. Ich kann das Epizentrum dieser Aktivität ausmachen. Miseras Festung. Unser Schiff würde eine Ewigkeit brauchen, um von unserer aktuellen Position zu dieser Festung zu gelangen. Allerdings könnten wir mit Finsterzeit-Energie in gereinigter Form eine Reihe von Warp-Tunneln erzeugen, durch die wir quasi sofort dorthin gelangen würden. Okay. Genau das wollte ich unserem Freund hier gerade vorschlagen. Wie sollen wir deine Art eigentlich nennen? Aha, wie wäre es mit Rabbit Lumas? Sparks? Wirklich? Wenn man es objektiv betrachtet, passt Rabbit Lumas doch eigentlich perfekt, oder? Der nächste Planet in Reichweite ist Strahlestrand. Dort hat sich die Finsterzeit bereits ausgebreitet. Es gibt nicht der Planet heißt Strahlestrand. Hör auf, Genie. Für dich sind Abenteuer vielleicht neu, aber nicht für uns. Bei dieser Mission erwarte ich einen Schwierigkeitsgrad von... Ja, wir lassen uns mal überbinden. Natürlich behalte ich mir das Recht vor, meine Meinung im Laufe der Mission jederzeit zu ändern. Er spricht für die Option. Auch immer durch die Rückendeckung der Rabbit Lumas wird unser steiniger Weg schon etwas weniger beschwerlich. Ich dachte, wir hätten uns auf Sparks geeinigt.
Egal. Wichtig ist, dass sie uns helfen. Jetzt, da Misera weiß, dass sie bei uns sind, wird sie uns bestimmt nicht noch einmal belästigen. Ich brauche die Energie dieser Kreaturen. Bringt sie mir. Der strahlt aber nicht so sehr, der Strahlstrand. Okay. Raus, raus, raus! Der klang gerade wie Mr. Krabs. Raus, raus, raus! Wenn ihr hier Ärger machen wollt, davon haben wir schon genug. Steckt das Ding weg! Wir sind Helden, keine ungezogenen Touristen. Helden? Helden? Du meinst Helden, die sich selbst in Gefahr bringen, um völlig Fremden zu helfen? Ja, so ungefähr. Binga, binga, bonga, baby! Oh, ich gebe ein Beat, wurden erhört. Hoho! Ich meine, ich habe da ein paar klitzekleine Probleme, bei denen ich Hilfe brauchen könnte. Seht ihr das Ding da oben auf dem Leuchtturm? Ja, das ist mir aufgefallen. Die Sonne ist in dem Augenblick verschwunden, als es aufgetaucht ist und unser Leuchtfeuer ausgepustet hat. Dieses Ding ist ein Finsterzeit-Tentakel. Wenn wir ihn vernichten, können wir nicht nur seinen schädlichen Einfluss auf das Wetter aufheben, sondern auch seine Finsterzeit-Energie reinigen, um damit einen Warp-Tunnel zu unserem nächsten Ziel zu erzeugen. Okay, den brauchen wir. Ich glaube, die Parts zu diesem Projekt werden ein bisschen länger. Finsterzeit-Pfützen beseitigen. Sie bringen uns zwar keine gereinigte Energie, sind aber trotzdem gefährlich. Wie reinige ich das Zeug denn? Außerdem... Könnt ihr erst noch in dem Dorf vorbeischauen? Es schwebt eine große Gefahr. Darum wollte ich mich eigentlich schon längst drum kümmern. Augies Anliegen lässt sich mit unserer Mission vereinbaren. Im Dorf habe ich außerdem einen Spark entdeckt. Wir sollten Kontakt aufnehmen. Spark? Spark, so nennt ihr die so kleinen sternförmigen Tierchen? So als die hätten uns allen besser den Gefallen getan, zu Hause zu bleiben. Nun, wir sind zwar alle hier, aber das Dorf mit seinen Problemen klingt nach einem Job für ein Heldenduo. Und meine Wenigkeit natürlich. Ein Kinderspiel. Bringen wir es hinter uns, bevor meine Nanodioden einrosten. Wer kommt? Ja, wir alle, würde ich sagen. Naja, Hauptaufgabe freigeschaltet. Okay, wir haben Aufgaben. Hier ist der nächste Schritt in unserer Hauptaufgabe. Okay. Wir sind am Strahlstrand. Sternentrank erhalten. Du hast deinen ersten Sternentrank erhalten. Nutze ihn im Spark-Menü, um deinen Spark sofort hochzuleveln. Okay. Mit Münzen heile ich mich? Okay. Okay. Heile dein Team. Wo level ich den Hasen denn?
in Spark. Ich kann ihnen einen Sternentrank geben. Kann ich das auch bei den anderen? Warum hat Mario den hier dabei? Okay, die leveln eh offenbar anders. Okay, ich gebe ihm mal den Sternentrank. Weil ein Schadensboost finde ich immer ganz gut. Und die gebe ich einfach mal die hier. Ah, die geben genauso viel, wie viel ich an Anzahl habe. Okay. Na gut, Leute. Ich finde dann, der Part war heute lang genug. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.